Der Ölpreis crasht, crashen heute auch die Aktienmärkte. Das scheint die einzige Frage zu sein, die heute wirklich relevant ist in sehr, sehr turbulenten Zeiten. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dem, was heute zu erwarten ist. Und es ist einiges, es ist wahnsinnig viel los. Man kann sich über Langeweile nicht wirklich beklagen. Der Ölpreis bricht um 30% ein circa. Grund ist, dass die Saudis faktisch eine Art Ölkrieg ausgerufen haben, vor allem gegen Russland. Da versucht Aramco jetzt in Europa die Preise weiter runterzudrücken, um damit den Kernabsatzmarkt der Russen, nämlich Europa, aus dem Spiel zu nehmen, sie dort anzugreifen. Man flutet dazu die Märkte, indem man deutlich mehr Öl produziert, nachdem Russland sich ja am Freitag geweigert hat, bei der OPEC-Sitzung hier einer Produktionskürzung zuzustimmen, und die Folgen sind immens. Schauen wir uns mal an, was da bisher passiert ist. Wir sehen, dass wir um und bei 30-31% im Minus sind beim Ölpreis. Das ist der größte Verlust seit 1991, damals der erste Golfkrieg. Und wir haben hier jetzt die Situation, dass praktisch wir hier Bewegungen sehen, die ja fast einzigartig sind. Und jetzt ist natürlich das Problem auf der einen Seite, dass jetzt hier ein paar Kameraden in Schwierigkeiten kommen, vor allem die hochverschuldeten Firmen in den USA, diese Shale Producer, also praktisch die Fracker, die eben teilweise hochverschuldet sind, so einen Ölpreis mindestens um die $50 brauchen durchschnittlich. Und die machen mehr als 10% bei den High-Yield-Bonds aus, bei den Junk-Bonds also. Und die sind am Freitag schon nach oben geschossen und dürften heute dann in den USA ziemlich crashen, denn diese Firmen, wie gesagt, sind hochverschuldet. Jetzt sinkt der Ölpreis, das heißt, der Cashflow wird geringer. Gleichzeitig werden die Banken unruhig und sagen, Leute, das wird uns langsam zu heiß, wir brauchen weitere Sicherheiten. Und so ist eine Spirale im Gange, die sich eben schnell dann praktisch potenzieren kann. Und wir sehen natürlich Bewegungen jetzt, die an den Aktienmärkten passieren. Etwa Nikkei fast 6% im Minus. Wir sehen den australischen Leitindex über 7% im Minus. Die Chinesen halten sich mal wieder besser. Sind ja auch komplett freie Märkte, meine Damen und Herren. Da passiert nichts, da brennt nichts an. Aber es ist ein Stück weit Panik am Start. Schauen wir uns mal hier die Futures an. Die E-Mini zum Beispiel, also der S&P Future, der ist seit Stunden vom Handel ausgesetzt, dürfte um 8.30 Uhr wieder vom Handel oder dürfte den Handel wieder um 8.30 Uhr beginnen. Das sogenannte Limit Down, wenn der Future 5% verliert, dann wird er erstmal vom Handel ausgesetzt. Es können dann keine Bewegungen mehr nach unten stattfinden. Wenn was nach oben kommt, kann er sich nach oben wieder entwickeln. Der Future würde dann wieder öffnen. Aber jetzt ist erstmal eine definierte Zeitperiode, nämlich bis 8.30 Uhr, diese ganze Geschichte vom Handel ausgesetzt. Und wir haben auf der anderen Seite gesehen, bei den US-Staatsanleihen, die als Future gehandelt werden, wie hier die 10-jährige US-Staatsanleihe, dass die Limit up ist, also 5% nach oben, dann auch vom Handel ausgesetzt. Dann kam aber ein bisschen Bewegung hier nach unten wieder. Das heißt, die Renditen sind wieder ein bisschen gestiegen. Wenn der Kurs steigt, dann fallen die Renditen. Apropos Renditen, wir sehen die 30-jährige US-Staatsanleihe erstmals in der Geschichte unter 1% und die 10-jährige US-Staatsanleihe ist erstmals unter 0,5%. Also es sind Zeiten, die ein bisschen turbulent sind. Woran liegt das? Natürlich an dem Coronavirus. Das ist sozusagen der Urmechanismus oder der treibende Mechanismus. Jetzt kommt diese Ölgeschichte obendrauf mit Implikationen, dazu gleich mehr. Wir haben hier jetzt wieder mehr als 1000 neue Fälle in Italien. Das ist sozusagen das große Thema Italien. Die Toten steigen weiter. Die Mortality Rate, also die Todesrate, im über 5%. Das ist das große Problem, während China weniger Fälle bemeldet, aber in den USA eben auch mehr Fälle. Jetzt sind viele, viele Bundesstaaten in den USA, wie Florida, Kalifornien, haben den Notstand ausgerufen, New York. Das wird sozusagen dann ein Thema werden. In Portugal hat sich der Präsident unter Selbstquarantäne gesetzt. Man könnte das endlose fortsetzen. Jedenfalls erhöht das jetzt den Druck auf die Märkte, erhöht das den Druck. Hier sehen wir Rich Rosengren, aber schauen wir uns erstmal diese Herren an, nämlich die Bank of England und die EZB, die ja alle in dieser Woche ebenso wie die Fed tagen werden. Und da muss etwas kommen, es muss am besten eine 0,5er oder vielleicht sogar eine 0,75er Senkung der Fed kommen, am besten noch vor Mittwoch, also wenn die Sitzung offiziell endet und das Sitzungsergebnis verkündet wird. Das zumindest erwarten die Märkte, und wenn sie das nicht bekommen, dann wird diese ganze Turbulenz weitergehen. Das scheint
völlig klar. Frage ist, was kann die EZB noch machen? Vielleicht charmant lächeln in Gestalt von Madame Lagarde. Aber die Amerikaner denken schon ein bisschen weiter. Hier am Freitag Eric Rosengreen, Boston Fed-Chef, der gesagt hat, ja, wir müssten eigentlich in der Lage sein, ein breiteres Spektrum von Assets zu kaufen, in Klammern auch Aktien. Das heißt, dass man sozusagen dann direkt eingreift in den Aktienmarkt. Das wäre dann die letztendliche Kapitulationserklärung, dass wir es hier mit freien Märkten nicht mal mehr im Ansatz zu tun haben. Inzwischen hat auch Australiens Ministerpräsident gesagt, wir überlegen, Helikoptergeld auszuschütten an die Bevölkerung. Das, was ja in Hongkong kürzlich passiert ist. Also auch das zeigt, man pfeift so ein bisschen auf dem letzten Loch. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Mit dem S&P zum Beispiel, mit den Aktienmärkten, der DAX dürfte 5-6% im Minus eröffnen. Morgan Stanley sagt hier, ja, wir sehen noch weiteres Potenzial für 10% und könnten dann auf etwa 2750 fallen. Wie gesagt, die Futures sind vom Handel ausgesetzt. Vorausgesetzt, die Geschichte ist dann vorbei mit Coronavirus, dann erwarten wir einen deutlichen Anstieg. Wenn das aber nicht passiert, dann dürften wir in Richtung 2450 laufen, so die Bank. Aber das sind natürlich alles, naja, windelweiche Prognosen. Entscheidend wird sein, ist das Coronavirus dann wirklich im Mai vielleicht erledigt, weil die Temperatur wärmer wird oder eben nicht. Das ist die ganz große zentrale Frage für die Märkte. Jetzt hier die Überlegung in Deutschland, Veranstaltungen ab 1000 Menschen abzusagen. Und wir hören Kryptisches von Sid Donald, der gesagt hat, who knows what this means, but it sounds good to me. Nothing can stop what's coming. Also Donald Trump scheint hier einen Plan auszuhacken, bleibt aber kryptisch. Und wir sehen, dass das vielleicht notwendig ist. Was wir hier sehen, unten ist der VIX, der auf dem höchsten Stand ist im Grunde seit der Finanzkrise. Und bleibt da oben. Das ist eben das Problem. Wir hatten zuletzt jetzt, also die Volatilitätserwartung, das Angstbarometer. Wir hatten ja in vergangenen schwierigen Zeiten immer gesehen, dass der VIX dann auch schnell wieder runterkam. Das ist nicht passiert. Am Freitag hat es offenkundig einen großen Player aus dem Markt geschossen, wie wir aus Chatprotokollen wissen, die anonymisiert sind, weil der VIX über die 50er Marke gestiegen ist. Das hat diesen gigantischen Margin Call ausgelöst. Als das der Fall war und eine Verkaufswelle von Positionen der Fall war, dann sind die Märkte am Freitag ja nochmal brutal gestiegen von etwa 2900. Auf 2973, 74, also praktisch 2-3% ist es da in Minuten nach oben gegangen. Dann aber ging es wieder recht sportlich nach unten, was wir hier sehen. Aber schauen wir uns mal den sportlichen Abverkauf vielleicht erstmal der Aktienmärkte an. Wir sehen hier diese Bewegung nochmal schnell nach oben. Buff, buff, buff. Hier sehen wir jetzt den Dow Jones. Da wären wir jetzt bei 24.553. Am Freitag dann nochmal hier das schnell nach oben gekauft, das hier ein 4-Stunden-Chart, schauen wir uns vielleicht mal 30 Minuten an. Hier sehen wir diese krasse Bewegung aus dem Nichts eigentlich und dann der Abverkauf, ähnliches Bild bei anderen Indizes. Was wird der DAX aus der Geschichte machen? Der dürfte um und bei 10.000, nein nicht 11.000, 10.794 Punkten aktuell handeln. Also da dürfte es ziemlich sportlich nach unten gehen. Wir sehen, dass der Euro heute fast schon auf 1,15 war, heute Nacht ein Flash-Crash bei Yen-Kurspaaren. Der Yen also massiv gestärkt, Dollar wird weiter abverkauft. Klar, der Zinsvorteil der Amerikaner schwindet immer mehr. Wir sehen, dass auch Gold praktisch bis zur 1700er Marke gestiegen ist, aber offenkundig jetzt nicht weiterkommt, weil viele wieder ihre Long-Position in Gold liquidieren müssen, um Margin-Calls für ihre Aktienposition oder andere Risiko-Assets hier zu haben. Wir sehen, dass Öl sich jetzt ein bisschen erholt. $30,17, das amerikanische Crude Oil. Aber es sind krasse Bewegungen. Wie gesagt, zweitgrößter Tagesverlust seit dem Jahr 1991. Das wird eine turbulente Geschichte. Entscheidende Frage, kurzfristig Notenbanken, Notfall, Zinssenkung, ja, nein, koordinierte Aktion, vielleicht politische Signale von Trump, von anderen zur Rettung der Märkte, ja oder nein? Wenn nein, dürfte es weiter nach unten gehen. Die Märkte brauchen diese Zinssenkung, sonst scheinen sie nicht mehr funktionieren zu wollen. Das ist natürlich ein bisschen seltsam, aber so ist es. Liquiditätsgetriebene Dinge brauchen ständig Liquidität, wenn ihnen die Liquidität ausgeht. Das ist das eine. Und übergeordnet die Frage, Coronavirus bald erledigt, ja oder nein? Das ist eben das Damoklesschwert, das über den Märkten hängt. Wenn nicht, wird es sehr, sehr schwierig. Wenn ja,
dann könnten wir nach einem Tief vielleicht im April eine massive Rallye sehen. Jetzt wünsche ich das Allerbeste, schneiden Sie sich an und ich sage Servus und Ciao.